Immer schneller verändert der Klimawandel unsere Erde. Eine neue Bewegung hält dagegen. Mit Geld. Investoren bestimmen eigentlich in gewisser Art und Weise, was halt passiert in der Welt. Einflussreiche Millionäre der nächsten Generation wollen die Wirtschafts- und Finanzwelt auf grünen Kurs bringen. Die Zeit läuft uns davon und wir müssen handeln. Umweltschutz gilt seit Jahrzehnten als Renditekiller. Finden mächtige Aktionäre ihren grünen Kompass? Die Welt verändert sich nicht nur ein bisschen, sie verändert sich stark. Und wir müssen darauf uns vorbereiten. Zürich, die Stadt des Geldes. An keinem anderen Ort versammelt sich so viel Privatvermögen wie hier. Es ist die geheime Welt der Superreichen. Die meisten Leute unterschätzen ja, wie stark die Vermögenskonzentration eigentlich ist. Heutzutage ist es so, dass zum Beispiel in Deutschland die reichsten 45 Familien ungefähr genauso viel Kapital kontrollieren wie die ärmste Hälfte der Bevölkerung. Und in der ganzen Welt sieht das auch ähnlich aus. Es gibt ungefähr 32 Millionen Millionäre auf der Welt und ungefähr 2000 Milliardärsfamilien. Und natürlich diese Milliardärsfamilien insbesondere haben extrem viel Macht durch ihre Firmen, aber auch durch ihr Kapital. Aber wir sprechen hier wirklich nicht über Milliarden, sondern über Billionen an Geldern. Und deshalb setzen wir da an. Falco Petzold erforscht an der Universität Zürich, welchen Einfluss Geld auf den Klimawandel hat. Als ehemaliger Investmentbanker nutzt er seit vielen Jahren seinen Zugang zur Welt der Reichen. Dies ist ein Workshop der besonderen Art. Hier sitzt ein Millionenvermögen am Tisch. Es ist jung, trägt Bermuda-Hemd und will die Welt verändern. Wie können wir die Billionen am besten bewegen? Einige Workshop-Teilnehmer gehören zu sehr reichen Familien, sind Erben riesiger Vermögen und verfügen zusammen über immensen Einfluss. Falco Petzold will, dass sie aktiv werden. Sein Ziel, die Reichen dazu bringen, nachhaltiger zu investieren. Alle müssen verstehen, mein Geld hat eine Wirkung auf die Welt und ich nehme das sehr ernst. Falco Petzold erhebt Daten, die kein Forscher zuvor sammeln konnte. Aus vertraulichen Interviews erfährt er, viele Superreiche wollen nachhaltig investieren. Nur wissen sie nicht, wie. Also das Wichtige ist auch, glaube ich, noch mal der Hintergrund, warum wir eigentlich eine Uni-Einheit sind. Wir brauchen eben Forschung dazu, wie kann man nachhaltige Anlagen wirklich skalieren und dahin bringen, dass es wirklich die Welt verändern kann. Dafür brauchen wir die Forschung, das ist ganz wichtig. Aber das Wichtige ist natürlich auch zweitens, dass man das zu den Leuten bringt, die effektiv Investmententscheidungen treffen können. Und deshalb bleiben wir nicht nur bei der Forschung, sondern wir bieten eben entsprechend auch Ausbildungsprogramme an und Workshops für Akteure, wo wir glauben, dass wir einen besonders großen Hebel haben können. Einer von ihnen ist Antonis Schwarz. Er gehört zu einer vermögenden Familie aus Deutschland. Sein Motto: Cash gegen Klimawandel. Das große Thema, das es zu erreichen gilt, ist, eine nachhaltige Zivilisation zu schaffen. Also wir müssen unser wachstumsgetriebenes und sehr stark auf Konsum fokussiertes Leben ändern. Und dann stellt sich auch die Frage, warum hat man eigentlich das ganze Geld, wenn es irgendwann wertlos ist, weil man auf einem Planeten lebt, der total im Chaos versinkt eigentlich. Der Millionär tritt aus dem Schatten. Mit einem Superhelden als Vorbild. Ich fand eigentlich Batman spannend, weil er eben so ein Doppelleben führt. Ja. Und ich habe eben auch teilweise in der Vergangenheit sehr stark Doppelleben geführt. Viel stärker, als ich es jetzt tue, wo ich offener mit dieser Vermögensthematik umgehe, weil ich eben auch andere dazu inspirieren möchte, in diese Richtung zu gehen. Schwarz will die Wirtschaft mit gezielten Investitionen sozialer und ökologischer machen. Aktiv werden. Die Gesellschaft wachrütteln. Deshalb unterstützt der 32-Jährige auch Proteste mit seinem Geld.
Einer unserer großen Erfolge letztes Jahr war Extinction Rebellion. In Deutschland gibt es eben auch Gruppen hier von Extinction Rebellion, die sich gegründet haben und die erste Aktionen machen. In England eben gab es mehrere tausend Leute, die bereit waren, sich auch verhaften zu lassen. Also massiver ziviler Ungehorsam. Das ist eben die Taktik, die abgeschaut wurde von Gandhi oder Martin Luther King. Anscheinend ist verhaftet werden eines der effektivsten Methoden, um soziale Veränderungen anzustoßen. Millennials, geboren in den 80ern, bilden eine neue Investorengruppe. Für sie steht nicht nur die Rendite im Fokus, sondern die positive Wirkung auf die Welt. Bei meiner Generation ist es eben so, wir haben noch diese Sturm- und Drang-Mentalität einfach. Das gehört halt einfach wahrscheinlich zur Jugend dazu. Wir haben dieses Feuer für Ungerechtigkeit bekämpfen. Und ich finde es auch einen ganz wichtigen Reinigungsprozess, den jede Generation irgendwie durchläuft, dass die Jugend eben Protest einfach macht gegen das System. Weil ich meine, wir haben viel erreicht mit unserem Lebensstandard, aber häufig auch auf Kosten Dritter oder der Umwelt. Und das muss einfach thematisiert werden. Schwarz investiert nicht nur sein eigenes Vermögen. Er sucht noch weitere Geldquellen. Vor allem für den Kampf gegen den Klimawandel. Und nicht nur er ist auf der Suche. Ethische Investments sind eine Idee der angelsächsischen Freikirchen. Gottes Werk verrichten und dabei den Reichtum verwalten. Wir sind auch ein Pensionsfonds. Wir müssen für die Renten von 38.000 Menschen sorgen. Und wir stehen vor fundamentalen Herausforderungen, die es uns sehr schwer machen. Eine davon ist der Klimawandel. Eine weitere, wie Unternehmen mit der Umwelt umgehen. Die Church of England ist die viertreichste Kirche der Welt. Adam Matthews leitet ihren Pensionsfonds. Der Kirchenmanager hält mehrere Milliarden Pfund in Aktien. Auch Aktien der weltgrößten Klimakiller. Der Dammbruch in Brasilien hat mehr als 270 Menschen getötet. Ich sah die Nachrichten und die Berichte im Internet. Als das passierte, war klar, dass wir Anleger und Investmentmanager mobilisieren müssen. Es muss was passieren. Dieses Desaster wird den Bergbau für immer verändern, weil wir mit Nachdruck dafür sorgen werden. Nach der tödlichen Schlammkatastrophe warf Adam Matthews die Aktien des verantwortlichen Unternehmens auf den Markt. Der Kurs brach ein. Doch ein Umdenken bei dem brasilianischen Konzern musste nicht stattfinden. Denn neue Investoren kauften die Aktien wieder auf. Nun sucht die Kirche nach anderen Wegen. Das Geld abzuziehen war für mich eigentlich ein Fehler. Dadurch erreichst du keine Veränderungen. Aber es gibt eine andere Möglichkeit. Und zwar als Aktionär. Adam Matthews hat seine Strategie geändert. Gemeinsam mit anderen Großinvestoren will er nun Druck ausüben. Die Church of England setzt dabei auf Transparenz. Sie macht öffentlich, wie umweltschädlich sich Unternehmen verhalten. Hat dafür sogar eine eigene Datenbank angelegt. Diese Unternehmen hier erkennen den Klimawandel nicht an. Sie sind die weltgrößten Kohleproduzenten. Investoren haben jetzt die Möglichkeit, die Firmen sehr genau zu vergleichen und können somit entscheiden, wohin ihr Geld fließt. Adam Matthews merkt, die Investoren denken langsam um. Der Klimawandel wird zum Investmentrisiko. Es gibt jetzt viel mehr abgestimmte Eingriffe der Anteilseigner. Denn wir haben gemerkt, dass wir alleine nur einen kleinen Einfluss haben. Jetzt tun wir alles für ein gemeinsames Vorgehen, damit diese Billionen an Geldern mobilisiert werden. Der Kirchenmann bereitet ein Treffen mit dem Ölriesen Shell vor. Sein Plan? Der Konzern soll umweltfreundlicher werden. Früh am Morgen im Hafen von Tromsø.
Im hohen Norden Norwegens legt ein besonderes Investmentobjekt ab. Das Elektroschiff Brim nimmt Kurs Richtung Polarkreis. Die Passagiere erwartet ein Naturspektakel im ewigen Eis. Zum ersten Mal an Bord ist Investor Tarald Nustad. Der Millionär will fossile Industrien durch Technologie verändern. Innovationen finanzieren, die einen positiven Einfluss auf die Umwelt haben. Wir haben in Brim investiert. Es ist sehr wichtig, dass wir in der Schiffsindustrie ein Umdenken hin zu hybriden und elektrischen Antrieben vorantreiben. Denn ihre Umweltverschmutzung ist ein großes Problem. Die Schifffahrtindustrie stößt jährlich mehr als 2% der weltweiten Treibhausgase aus. So viel wie ganz Deutschland. Die Isländerin Agnes Arnardottir will das mit Hilfe von Nustads Investment ändern. Mit umweltschonendem Elektroantrieb und so wenig Schiffsdiesel wie möglich. Ein Umdenken ist notwendig. Die Industrie hat sich zwar ein kleines Stück bewegt, die Politik auch ein bisschen, aber der große Treiber ist das Kapital. Wenn wir also eine Chance haben wollen, müssen wir uns auf die konzentrieren, die das Geld haben. Sie sind es, die am schnellsten etwas verändern können. Alles an Bord ist auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Gebaut mit recycelten Materialien bahnt sich die Brim ihren Weg durch stürmische See. Arnardottir und Nustad sind überzeugt, die Zukunft der Reisebranche ist grün. Im Schiff verbirgt sich die Leistung von 10 Tesla-Batterien. So verbrauchen 90% der Ausflüge keinen Diesel. Emissionsfrei und geräuschlos durchs eisige Meer. Aktuelle Studien zeigen, dass Lärm ein großes Problem für die Meeresbewohner ist. Wale sind davon abhängig, sich zu hören, um zu kommunizieren. Sie gehen mit ihrem Gesang auf Partnersuche und verständigen sich auf der Jagd. Gerade für Orcas und Buckelwale, die wir hier oft sehen, ist das überlebenswichtig. Kaum im Einsatz ist das Interesse weiterer Investoren geweckt. Eine große Reederei will mit Arnardottir an nachhaltigen Technologien arbeiten. Der Geldgeber ist mehr als zufrieden. Weil das hier ein Projekt ist, das du anfassen kannst. Du spürst, hier bewegt sich wirklich etwas. Es fühlt sich einfach gut an, die Tourismusindustrie in Richtung Nachhaltigkeit zu verändern. Eine tolle Erfahrung. Für den Norweger ist nachhaltiger Tourismus nur ein Mosaikstein. Um den Klimakollaps zu verhindern, muss das Kapital grün werden. In London ist Nustads Mitstreiter Antonis Schwarz auf der Suche nach grünen Geldquellen. Er trifft Vertreter aus Wirtschaft und Politik. Es geht um herrenloses Vermögen, das die Briten seit Jahren für nachhaltige Zwecke nutzen. Deutschland macht das noch nicht. Hier schlummern bis zu 9 Milliarden Euro auf herrenlosen Bankkonten. Die Besitzer verstorben oder nicht mehr auffindbar. Schwarz will mit dem Geld einen Nachhaltigkeitsfonds gründen, der grüne Projekte fördert. Die Briten nutzen bereits 300 Millionen Euro aus verwaisten Vermögen. Das Konzept der Regierungsvertreter hat Schwarz überzeugt. Was ich mitgenommen habe, ist, es ist eben möglich, auch in Deutschland. Wir haben eben auch schon mit Banken gesprochen, die sind froh, wenn sie quasi dieses Thema gelöst haben. Weil eben diese Bankkonten auch sehr hohen Aufwand bedeuten für die Banken. Und wir wollen eigentlich ein System schaffen, wo eigentlich es ein Win-Win-Win gibt. Also die Banken haben was davon, die Gesellschaft hat was davon und der Staat bringt eben die Gesetzgebung auf einen internationalen Standard. Noch hat er Politik und Banken in Deutschland nicht auf seiner Seite. Aber sein Kampf für eine bessere Welt geht weiter. Eine Welt, in der das Blau vor der Küste Norwegens verschont bleibt von Überfischung und Schmutz. Der Ozean ist die größte Einnahmequelle der stolzen Seefahrernation.
Die maritime Industrie aber ist zu träge, um ihn ausreichend zu schützen. Und so suchen Start-ups in Oslo nach Lösungen für die Probleme der Meere. Tüfteln zum Beispiel an Unterwasserfallen für einen schonenden Fischfang. Die Gründer brauchen Kapital. Der Investor Harald Nustad versucht beides, die Welt retten und Geschäfte machen. Das Ziel ist es, die besten Gründer zu finden, die sich auf das Lösen von Problemen konzentrieren. Sie nutzen Technologien, um eine positive Wirkung auf die Welt zu haben. Gleichzeitig sollen sie gute Gewinne einfahren. Nustad ist Erbe eines norwegischen Immobilienimperiums und will der klassischen Finanzwelt beweisen, Umweltschutz ist kein Renditekiller. Zusammen mit seiner Geschäftspartnerin Maren Hjort Bauer hat er große Pläne mit den ausgewählten Startups, die er fördert. Ein gesunder Ozean und Wirtschaftswachstum ist kein Widerspruch. Wir versuchen, die Herausforderungen für die Meere zu meistern. Und wenn wir die Probleme lösen, können wir daraus profitable Unternehmen bauen. Ein Katapult für grüne Business-Ideen. Die Auserwählten werden von Mentoren aus Finanz und Industrie trainiert. Sie sollen wachsen, in der ganzen Wirtschaft Veränderungen anstoßen. Wir sorgen für frischen Schwung in der Start-up-Szene. Aber alle Unternehmen müssen in diese Richtung gehen, um nachhaltig und profitabel zu sein. Wir sehen jetzt mehr Interesse von großen Finanzplayern wie Banken oder Vermögensverwaltern. Viele von ihnen beschäftigen sich mit Nachhaltigkeit und konkreten Problemlösungen. Und ich glaube, das ist ein Trend, der durch die Decke gehen wird. Findet die Finanzwelt ihren grünen Kompass? Für ihre Projekte wollen Nustad und Bauer ihr einflussreiches Netzwerk aus Industriellen und Bankern nutzen. Wie Lobbyisten wollen sie die neue mit der etablierten Wirtschaftswelt verbinden. Junge Problemlöser mit alten Geldgebern zusammenbringen. Wir nutzen jetzt viel bessere Technologien. Wir können Plastik im Ozean ausfindig machen. Wir sehen, welche Bestände überfischt sind. Wir verstehen den Zustand der Ozeane viel besser als jemals zuvor. Es gibt ein neues Bewusstsein, ermöglicht durch die Technologien. Und dann hat die neue Generation den vielleicht größten Luxus. Sie kann sich Gedanken über diese Probleme machen. Diesen Luxus hatten ihre Großeltern im Zweiten Weltkrieg nicht. Drängende Probleme mit neuen Technologien lösen und damit Geld verdienen. Das ist hier der Ansatz. Wann endlich aber schaltet der gesamte Kapitalmarkt auf grün? Für Falco Petzold steht fest, nur wenn allen klar ist, dass es Rendite bringt. Die Leute denken, wenn ich Nachhaltigkeitsthemen einbeziehe in meine Investments, dann verliere ich automatisch Geld. Dabei ist das ein Denkfehler. Man verliert effektiv Geld, wenn man nicht alle Informationen, die relevant sind für die zukünftige Entwicklung vom Investment, wenn man die nicht einbezieht, dann verliert man Geld. Und was sind die Themen, die heutzutage relevant sind? Das ist Klimawandel, das ist Ressourcenverknappung, das ist die Stabilität einer Gesellschaft. Das sind Themen, die fundamental Wirtschaft treiben und den Wert von Geldanlagen treiben. Und wenn man diese Informationen nicht nutzt, dann ist man einfach ein schlechter Investor. Aber das ist noch nicht so richtig durchgedrungen in der Finanzwelt. Das Hauptquartier eines deutschen Vermögensverwalters mitten in München. Hier werden Milliarden bewegt. Wie war die Performance in diesem Jahr? Dieses Jahr absolut haben wir eine Performance von 27%. Thomas Kurz leitet den 270 Milliarden schweren Investmentarm des weltgrößten Rückversicherers Munich Re. Seit Jahrzehnten beschäftigt er sich mit nachhaltigen Geldanlagen. Damals hatten wir Fonds aufgelegt, zwei Publikumsfonds, den MEAG Nachhaltigkeit, einen internationalen Aktienfonds und einen MEAG Klimawandel, einen Fonds, der in Solarpanels und Solarparks investiert hat. Und damals wollte das keiner haben. Ja? Also MEAG Nachhaltigkeit, dieser Aktienfonds, brauchte lange, lange, viele, viele Jahre, um überhaupt auf dem Markt ernst genommen zu werden. Und der MEAG Klimastrategie, den Fonds mussten wir schließen. Denn niemand hat ihn gekauft.
Heute ist mehr Nachhaltigkeit eines der erfolgreichsten Produkte, das wir haben, mit starkem Wachstum. Und unsere Einstellung hat sich auch geändert. Also damals Visionär, Missionar, heute ist Nachhaltigkeit eine Realität. Eine neue Studie zeigt, bis zu 1 Billion Euro Verlust droht den weltgrößten Unternehmen durch Klimarisiken. Investor Kurz beobachtet im Markt ein Umdenken. Jeder dieser Balken zeigt eine Studie und in jeder dieser Studie wurde die gleiche Frage gestellt, nämlich, ist nachhaltig gut oder schlecht für die Performance, also für den Ertrag? Hier vorne im Jahr 2007, das ist jetzt 12 Jahre her, war jedes Investment in einen Solar- oder Windpark ein Risiko. Und hier sehen Sie, ab 2016 beginnt sich das Ganze zu drehen. Ab hier antworten die Investoren anders. Nachhaltigkeit wird gut für die Performance. Der Erfolg eines Windpark-Investments etwa hängt stark von den Wetterrisiken in der Zukunft ab. Deshalb beraten sich die Investmentmanager regelmäßig mit ihren eigenen Klimaexperten. Die Natur wächst in die Finanzwelt. Wenn man heute in Klimaschutzmaßnahmen investiert, also in den Umbau von Energietechnologien hin zu weniger Emissionen, dann wird sich das über die lange Zeit hinweg, über die nächsten Jahrzehnte hin, ökonomisch rentieren. Die Welt verändert sich nicht nur ein bisschen, sie verändert sich stark. Und wir müssen darauf uns vorbereiten. Der Wind dreht sich. Doch was steckt dahinter? Spürt die Finanzwelt den Druck aus der Gesellschaft? In Bonn spricht der Globalisierungsexperte Josef Rademacher vor jungen Klimaschützern. Er ist überzeugt, wer viel Vermögen hat, hat viel zu verlieren. Wenn zum Beispiel meine Freiheit darin besteht, 100-mal im Jahr zu fliegen und zu 7 Marathons rund um den Globus zu fliegen, dann kann das eine wunderschöne Freiheit sein. Und wenn das irgendwann nicht mehr erlaubt ist, dann war es das mit den Marathons. Und das alles geht dann eben nicht mehr. Also wenn ich viel besitze, werde ich gucken, dass ich die Katastrophe verhindere, schon wegen meiner eigenen Freiheit. Und die Top-Emitters sollten gucken, dass sich ihre Companies klimaneutral stellen. Und das ist, was im Moment in großem Stil anläuft. So wie hier im 17. Stock einer Großbank in London. Kirchenmann Adam Matthews hat Mitglieder der globalen Investment-Elite um sich versammelt. Jetzt gilt es, altes Denken zu überwinden. Einige Konzerne stecken ihre Energie eher in Lobbying und wollen das Unvermeidbare hinauszögern, statt in ihren Umbau zu investieren. Direkt neben dem Vizechef von Shell sitzt Adam Matthews. Er und seine Mitstreiter wollen den Ölmanager mit harten Fakten konfrontieren. Heute geht es darum zu verstehen, welche Öl- und Gasfirmen und welche Stromversorger wirklich damit anfangen, ihre Unternehmen zu verändern und welche das nicht tun. So bekommen wir als Investoren Klarheit darüber, wo wir genauer hinschauen müssen. Bei den Konzernen, die sich nicht schnell genug anpassen, setzen wir dann an. Das wohl schärfste Schwert gegen Klimasünder führt der Kirchenvertreter durch den Schulterschluss mit anderen Investoren. Stephanie Pfeiffer leitet eines der größten Bündnisse für eine klimaneutrale Wirtschaft. Ich denke, was uns so mächtig macht, ist die Wucht der Anleger. Wir sind 360, 370 Investoren mit 34 Billionen Dollar. Und wir greifen die weltweit größten Treibhausgasemittenten an. In den Chefetagen wird das sehr ernst genommen. Und sie akzeptieren, dass wir alle handeln müssen. Die Angst der Investoren? Was wird aus ihrem Geld, wenn die Ölriesen nicht schnell genug klimaneutral werden? Wenn die Industrien abgestraft werden? Ihre Vermögen würden schmelzen. Mit geballter Macht erreichen die Aktionäre einen ersten Etappensieg. Die Firmenbosse von Shell knicken ein. In Zukunft soll ihre Bezahlung auch an die Erreichung der CO2-Ziele gekoppelt werden. Das ist eine der größten Ölfirmen der Welt. Zum ersten Mal überhaupt ist es uns gelungen, eine Vereinbarung zwischen einem Ölkonzern und den Investoren zu treffen. Aber reicht das aus, diese gewaltige Herausforderung zu meistern? Ich denke, wir haben noch eine Menge Arbeit vor uns.
Die Zeit rennt. Vor allem für die nächste Generation. Sie fordert gravierende Eingriffe in die globale Wirtschaftswelt. Nachhaltigkeitsforscher Josef Rademacher aber warnt vor zu radikalen Schritten. Das ist eine der größten Leistungen der Menschheit, dass sie dieses Marktsystem geschaffen hat, das wie eine unglaubliche Maschine alle diese Güter und alle diese Services hervorbringt. Wir können uns nicht erlauben, dass diese Maschine aufhört zu laufen. Was immer wir an dieser Maschine verändern, ist eine Operation am lebenden Herzen. Diese Maschine muss laufen, während wir sie verändern. Um Klima und Wohlstand zu retten, müssen auch alte Industrien umsteuern können, ohne unterzugehen. Die Investoren spielen dabei eine Schlüsselrolle. Investoren müssen verstehen, dass im Kapitalismus das, was passiert in der Gesellschaft, abhängig ist, zu einem ganz großen Teil von den Entscheidungen von Investoren. Und die Investoren, das sind wir. Wir müssen uns aktiv damit auseinandersetzen, was passiert mit unserem Geld, was passiert mit unseren Anteilen an großen Unternehmen etc. Wie beeinflussen wir diese Unternehmen? Damit müssen sich die Menschen effektiv auseinandersetzen. Und wenn sie das tun, dann muss man das auch in einer Art und Weise machen, die der Tragweite des Themas gerecht wird. Dafür interessieren sich diese Superreichen aus aller Welt. Falco Petzold führt sie am Abend in Zürich wieder zusammen. Sein Ansatz von nachhaltiger Geldanlage ist auch bei dieser brasilianischen Millionärin auf fruchtbaren Boden gestoßen. Wir haben uns entschlossen, hier mit euch, den Erben, zu sprechen, weil wir eine Community bilden wollen, in der wir uns austauschen, um den größten Effekt mit unserem Vermögen erzielen zu können. Nicht nur einzelne Vermögende schalten auf Grün. Jetzt bilden sie auch neue Netzwerke. Ob Wissenschaftler, Superreiche oder streikende Kinder. Gerade die jüngere Generation will den Wandel vorantreiben. Meine Hauptmotivation ist, dass ich eine Welt schaffen will, in der wir alle gesund und glücklich leben können. Und als Technologie-Nerd glaube ich, dass wir vor einer Kreuzung stehen. Entweder fahren wir zur Hölle oder ins Paradies. Wir können das beeinflussen. Und ich will in die positive Richtung, nicht in die negative. Die Revolution des grünen Geldes hat begonnen. Einige Investoren haben den Klimaschutz bereits auf ihre Agenda gesetzt. Doch noch ist es erst ein Anfang.